Servus, Gäste, das Wetter ist back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen heute zu einem mehr oder weniger News-Video über ein ziemlich aktuelles Ereignis, was erst heute geuploadet wurde, nämlich vom guten alten Gamer Brother, der heute in seinem Video, in seinem Best-of kurz vorher einen Real Talk gestartet hat. Und worum es in diesem Real Talk geht, habt ihr ja schon im Titel gelesen, Jungs. Es ging darum, dass Gamer Brother gehackt wurde. Und in diesem Video geht es halt kurz darum und natürlich auch kurz um die allgemeine Hackerwelle, wozu ich aber auch noch gerne ein ausgiebigeres Video machen kann. Das Ganze ist passiert nach dem Stream mit dem Keller zum Community Totti Verteidiger Pack Opening. Hatte er mit dem guten alten Keller zusammen gestreamt. Einmal auf Gamer Brothers Kanal und einmal auf Kellers Kanal. Das Ganze ist passiert, nachdem der Keller gestreamt hatte und das Ganze dann vorbei war auf seinem Heimweg nach Hause, wo er schon mit den Gedanken bei einer Aufnahme mit Montana Black war. Allerdings kam ihm dann der Hacker in die Quere und hat seinen Account mehr oder weniger übernommen, andere E-Mail-Adresse, alles wurde verändert, sodass er die völlige Gewalt über den Account hat. Und das Ganze ist dann so weit gegangen, dass Gamer Brothers Team discarded wurde. Und das kann ich euch mal im Hintergrund einblenden. Und das ist natürlich ein gewaltiger Verlust an Münzen. Und natürlich auch, man muss dazu sagen, wie viel Geld und wie viel Zeit ein Gamer Brother in dieses Spiel investiert hat. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Fast schon wie kein zweiter. So oft hat er schon gestreamt etc. Und dann ist natürlich alles weg. Da ist man erstmal baff. Allerdings hat er in diesem Video Sanktionen angekündigt. Nämlich wird er den Hacker, egal wie alt er ist, anzeigen, denn für ihn ist es eine Störung seiner Arbeit, seiner Leidenschaft, und das muss man auch verstehen, Jungs. Er macht Geld mit der kompletten Sache, er gibt viel Geld dafür aus, und wenn ihm das am Ende weggenommen wird, es ist sein Eigentum, was ihm gestohlen wurde, und das finde ich insofern dann auch richtig, diesen Kollegen dann anzuzeigen, egal wie alt er ist. Ich meine, es war ja eine mutwillige Tat, man kann ja nicht mal sagen, ich habe dich aus Versehen gehackt etc., sowas gibt es nicht, und deswegen kann ich ihn da voll und ganz verstehen, und dadurch muss er dann auch die Weekend League, die er streamt, mit einem bisschen schlechteren Team antreten. Und man muss dazu sagen, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, Gamer Brother bekommt alles wieder zurück von EA. Allerdings der komplette Aufwand, den man da reinstecken muss, das alles wieder zu bekommen, ist natürlich auch schon wieder ziemlich hoch und ziemlich nervenauftreibend. Das nächste ist, da muss er ihn anzeigen, dann geht es vielleicht vor Gericht, wer weiß. Und das Ganze ist natürlich alles mehr oder weniger vertane Lebenszeit, die man dafür opfert. Und das ist auf jeden Fall nicht so wirklich nice, wenn man dann unbedingt gehackt wird. Des Weiteren muss man dazu sagen, ist es natürlich auch für die Zuschauer ein bisschen weniger interessant anzusehen, wenn er nicht mit seinem full heftigen Squad antritt, sondern mit einem etwas schlechteren Team. Er hat ja auch selber gesagt, er hat noch viele Münzen, viele Spieler im Verein. Allerdings kann jemanden das auf mehreren Ebenen schaden. Allerdings bekommt jeder am Ende das zurück, was er verdient hat. Somit bekommt Gamer Brother sein Team zurück und der Hacker bekommt seine gerechte Strafe. Im Endeffekt hat er nichts davon, außer eine Anzeige mehr, und er kam damit seinem Idol ein bisschen näher. Was soll man großartig dazu sagen? Man muss sich leider Gottes eingestehen, dass in letzter Zeit viele YouTuber generell auch gehackt wurden. Auch der ein oder andere E-Sportler. Ich spiele da jetzt zum Beispiel mal auf einen Chihan an. Ich spiele da unter anderem mal einen Pro uns an, der mal vor einer ganzen Zeit gehackt wurde. Und das Ganze kann man schon ein bisschen als Hackerwelle bezeichnen, weil es auch den ein oder anderen ausländischen E-Sportler getroffen hat. Jungs, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch niemals so ergehen wird. Ich hoffe, dass es mir niemals so ergehen wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass es keinen YouTuber ergehen wird, denn sowas wünscht man wirklich keinen. Das beeinträchtigt die Arbeit eines YouTubers auf jeden Fall ungemein. Und ich hoffe mal, euch hat dieses kurze News-Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Checkt auch gerne eins meiner letzten Videos ab, zum Beispiel über die Battleship Voyagers vom Keller, wo er sogar fucking nochmal selber kommentiert hat, was ich niemals geglaubt hat. Auch FIFA Tour hat kommentiert. Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn, was da teilweise bei mir in der letzten Zeit abgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Support, Jungs. Ich würde mich auf jeden Fall über ein kostenloses Abo freuen, und ich würde sagen, euer Sweater ist raus, Jungs. Macht's gut, haut rein und ciao. Dance when the bass hit, dab on the